So, gehen wir weiter. Nächstes Thema: Wortbegriff und Wortstruktur. Für die Linguistik ist das Wort eine umstrittene sprachwissenschaftliche Einheit. Sie Ebenenmodell Punkt 1.1. Eine Problematik besteht darin, dass das Wort strukturell auflösbar ist. Pragmatisch ist das Wort nicht nötig. Wörter sind immer Morpheme, Kind, Haus, Bach oder Verbindungen, Kindheit, Haustür, Syntagmen. Diese Tatsache stellt die allgemeine Bekanntheit des Begriffs Wort gegenüber. Eine Gesamtdefinition des Wortes gibt es bisher nicht, sie ist theorieabhängig. Es gibt verschiedene Bestimmungen, die von unterschiedlichen Konzepten ausgehen. Das Problem, keine Bestimmung ergibt das gleiche wie eine andere. Wir gehen von mindestens vier Grundbestimmungen aus. Phonetisch-phonologisches Wort als Ausspracheeinheit, durch Pausen, Lautverbindung im Anlaut und Auslaut, Akzente. Es gibt erlaubte und nicht erlaubte Lautketten. Graphisches Wort, sprachliche Einheit auf der graphemischen Ebene, die zwischen zwei Spatien steht. Das Spatium ist nicht nichts, weil dieser Begriff der normalen Menschenbegriff ist, sorgte eine vermehrte Getrenntschreibung durch die Reform 1996 für Aufruhr. Morphologisches Wort, Flexionswort, Gesamtheit der Flexionsformen einer sprachlichen Einheit, die eine bestimmte morphologische Struktur besitzen. Semantisches Wort, Lexikon, Wort, Wort als selbstständige Bedeutungseinheit. Sehr häufige Beziehungsart. Nicht alle Morpheme sind Wörter und auch nicht alle Syntagmen, sondern nur bestimmte Arten davon. Hier ist eine strukturelle Definition angebracht. Die Begriffe morphematisch, semantisch bilden unsere Ausgangsbasis. In russischer Sprache das Wort isolierbar, denotativ, morphologisch. Denotative Funktion, konnotative, kognitive, isolierende Funktion und auch hat phonetische Funktion und lexikalische Funktion. Bilden unsere Ausgangsbasis morphematisch, strukturell. Wörter sind autonome Morpheme. Selbstständige bedeutungstragende Einheit, Kind, Tisch. Daneben gibt es Heitkeit und Kindheit. Suffixe. Als nicht autonome Morpheme. Sie sind kleinste Einheiten, aber keine Wörter. Morphem, nur Morphem. Autonome Morpheme, Kind, Tisch, Straße, Morpheme. Plus Worte. Diese Morpheme können zu Verbindungen kombiniert werden. Feste Wortverbindungen zum Beispiel. Feste Wortverbindungen, Morpheme, die eine einheitliche Semantik besitzen und als Ganzes verschiebbar sind. Ladung, Inhalt. Autonome Wortgruppen, Phraseologismen, deren Bedeutung nicht aus den Bestandteilen entsteht, zum Beispiel durch die Lappen gehen, freie Wortgruppen, durch die Tür gehen, Verbindungen in Sätzen, Sätze, Texte. Wörter sind demnach Morphemverbindungen oder Morpheme. Semantisches Wort, ein Wort ist der kleinste selbstständig bedeutungstragende und semantisch isolierbare Bedeutungseinheit. Problematik. Abgrenzung zu nicht autonomen Morphemen. Inwiefern ist der Artikel ein Wort? Er erfüllt beide Definitionen nicht, trägt keine eigenständige Bedeutung, ist nur ein grammatisches Morphem. Wie er in Männer oder Hühner. Im Schwedischen ist der Artikel nachgestellt. Aus Hus wird Huset.
Hilfsverben erfüllen die Kriterien ebenfalls nicht, denn semantisch ist habe in ich gerufen ohne Bedeutung. Suppletivformen sind ein Spezifikum der deutschen Morphologie, dass das verschiedene Wörter in einem einzigen Paradigma sein, bin, ist, sind, war aus anderen stammen. Dabei handelt es sich aber um ein diachronisches Problem. Daher grenzt die Lexikologie der Begriff Wort ein und behandelt nur die Autosemantik. Substantiv, Adjektiv, Verb. Die Synsemantiker gehören nicht zu diesem Gegenstand. Andererseits geht die Lexikologie über die Grenzen hinaus auf Einheiten, die strukturell Wortgruppen sind, aber faktisch Lexeme, Phraseologismen. Lexem sind ein Wort Lexeme und Wortgruppen Lexeme. Das Wort ist Morphem oder Morphemverbindung. Bestimmung der Art dieser Kombination. Möglichkeiten der Kombination umfassen drei Klassen. Grundmorphem, autonomen Morpheme, diese Klasse ist offen, nicht auszählbar. Wortbildungsmorpheme, Affixe, Präfixe, auszählbare Gruppe, Suffixe, auszählbare Gruppe. Und Affixe. Flexionmorpheme, Wortbildungsmorpheme und Flexionsmorpheme sind nicht autonome Morpheme. Erstens, Wörter sind Grundmorphem, zum Beispiel Fisch. Und zweitens, Kombination von Grundmorphemen, Fensterbank. Deutsch ist die wortbildungsfreudigste europäische Sprache. Andere Sprachen müssen syntaktisch arbeiten. Drittens, Grundmorphem plus Suffix, Fischer. Viertens, Präfix Grundmorphem, entladen. Alle Kombinationen grammatisches Morphem des Fischers. Begriff der Konstituente, Bestandteil strukturierter Wörter, Fensterbank, zwei Konstituenten. Stamm. Meist die Form des Wortes ohne grammatisches Morphem, zum Beispiel Fisch, Fischer, Fisch, Nullmorphem, Fischer, Plural. Basisform des Wortes, die sich mit Wortbildungsmorphemen verbinden kann, zum Beispiel Kind in Bezug auf Kindheit, zum Beispiel Land in Bezug auf Entladung. Wortbildungslehre. So, es wäre alles zweite Teil über Wort, über das Wort, Wortbildung und Morphemen. Dankeschön für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Schreibe in die Kommentare unter. Unterstützen auch. Auf Wiederhören.